mach die Türe auf, schau in die Box der Stute rein und auf einmal stehen da 8 Viers drinnen statt 4. Grüß euch, freut mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich bin die Christina und ich möchte euch heute für mich eine ganz besondere Geschichte erzählen. Und zwar habe ich damals die Ruby am 1. Mai 2015 gekauft. Und wenn man sich ein neues Pferd braucht, braucht man natürlich auch einen Stall dafür. Und somit bin ich in einem Selbstversorgerstall ziemlich in der Nähe von mir eingezogen. Und bin da mit 2 anderen Mädels gewesen und das hat voll super gepasst. In dem Stall war dann die Ruby, ein Wallach und noch eine weitere Stute. Also waren es insgesamt 3 Pferde. Und sie ist am 1. Mai eingezogen und am Abend des 3. Mai waren wir gerade alle wegen am Reitplatz. Und das Mädel, was mit der Stute drin ist, hat sich dann noch gewundert, irgendwie ist das Alter von der Stute ein wenig angeschwollen. Mir haben sie aber ehrlich gesagt überhaupt nichts dabei gedacht, weil die Stute war dünn. Und ich sage jetzt wirklich dünn. Ich blende euch da jetzt einmal ein Foto ein, sie war wirklich nicht dick. Und wir haben das dann irgendwie auf das geschoben, weil die Ruby ja gerade vorher eingezogen gewesen ist und ja, das war jetzt halt doch ein bisschen ein Stress, dass das irgendwie eine Stresssache war und haben uns gar nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag in der Früh war ich dann verantwortlich dafür, dass ich die Pferde in der Früh auf die Kuppel los. Und ich gehe da nichts ahnend um mich in den Stall, mache die Türe auf, schaue in die Box der Stute rein und auf einmal stehen da 8 Viers drinnen statt 4. Und ich war total geflasht, weil man, wo kommt das auf einmal her? Das kann nicht in ihrer Stute drin gewesen sein, weil die hat jetzt genauso ausgeschaut wie vorher. Also, wo hat das vorhin bitte Platz? Und ja, ich habe dann die anderen Mädels angerufen und ich schwöre euch, die waren nie wieder so schnell im Stall, als wir in dem Moment. Wir haben dann gleich den Tierarzt angerufen und der hat dann gleich gefohlen, dann noch auch durchgeschickt und alles hat gepasst. Das Witzige war nämlich nur dazu, dass eine von den Mädels vorgegangen ist und die hat, wie es von vorgegeben heimgekommen ist, nur mal zum Pferd reingeschaut. Das dürfte so um 12:01 in der Früh gewesen sein und da war noch gar nichts. Und ich komme um 8 in der Früh in den Stall und auf einmal ist das voll da. Aber wir haben gesagt, das ist so ein Glück, dass da nichts weiteres passiert ist und dass das alles so klar verlaufen ist, weil sie hat es wirklich ganz allein gekriegt und auf einmal steht das voll da und ja, es hat wirklich alles gepasst. Wir haben ihr dann den süßen Namen Alice gegeben und sie war sofort in alle unsere Herzen drinnen. Also es war wirklich ein so liebes Pferd. Und nach einigen Nachforschungen hat es sich dann ergeben, dass die Stute, die erst seit ca. 6 Monaten bei den 2 Mädels war, vorher auf einem Aufzuchtplatz gestanden ist. Und da dürfte es einmal einen kleinen Vorfall gegeben sein, dass halt die, genau die Stute und noch ein weiterer Hengst ausgekommen sind. Und es hat sich aber keiner davon was gedacht, weil die Abby, so heißt die Stute, auf den Hengst eigentlich mehr losgegangen ist als wie alles andere. Von dem her hat sich da keiner irgendwie gedacht, dass da was passieren hätte können. Aber so war es. Und der Hengst hat nur dazu eine ganz gute Abstammung und es ist die gleiche Rasse gewesen wie die Stute selber. Von dem her, also es ist eigentlich wirklich so, wenn man einen Fohlen züchten hätte wollen, hätte man es nicht besser erwischen können. Und ich finde, man sieht jetzt aber die Fotos und so generell von der Zeichnung her, dass es eigentlich wirklich sehr gelungen ist. Hätte ja auch irgendein Copy-Unfall sein können und es war Norika drauf gewesen, oder? Aber von dem her war es einfach wirklich, ja, wirklich, wirklich schön. Und somit haben wir dann in unserem Stallalltag ein Fohlen mit integriert. Wir waren da natürlich relativ unerfahren, weil es hat keiner von uns bis jetzt so ein Fohlen direkt im Stall dabei gehabt. Und ja, ich denke, wir haben das aber auch ganz gut hingekriegt. Und was mich vor allem voll gefreut hat, ist, dass sie die Ruby wirklich um das Fohlen auch umgeschaut hat. Also wir haben es da schon immer liebevoll Tante Ruby genannt, weil es einfach, die hat mit dem Fohlen gespült, die hat zusätzlich drauf aufgepasst und ja, das hat eigentlich total super funktioniert.
in dem Moment habe ich dann wahrscheinlich auch für mein Herz endgültig entschieden, dass die Ruby irgendwann eine Fohlen kriegt, weil es einfach so schön war, der Ruby zum Zuschauen, wie sie sich um das Fohlen auch mitgekümmert hat. Und da war ich von der Ruby ihre Mutterqualitäten vollkommen überzeugt, obwohl die Ruby selber erst 4 war. Und das hat mir richtig gefallen und es war richtig schön zum Zuschauen. Das war es jetzt also wieder von meinem Video. Ich finde, das ist echt eine süße Geschichte und deswegen wollte ich euch die unbedingt erzählen. Wenn ihr genauso der Meinung seid, dass das Fohlen wirklich so hübsch ist, dann stimmt es mir doch da in der Umfrage auch. Oder schreibt es mir einen lieben Kommentar, ich lese die wirklich immer total gern. Folgt es mir doch auch auf meine Social Media Kanäle. Am aktivsten bin ich auf Instagram und auf Snapchat. Natürlich bin ich aber auch auf Facebook vertreten. Ihr seht jetzt da alles eingeblendet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!